Hi, hallo, willkommen zu der dritten Folge von Rugby Fit mit BRC. Ich habe heute für euch einen neuen Workout. Das Wetter wird immer kälter, das ist aber kein Grund, rauszugehen und ein bisschen Rugby Fitness zu machen. Komm mal mit! So, heute fangen wir wie immer mit Aufwärmen an. Heute nur eine Übung zum Aufwärmen, und zwar Bergsteige. Zwei Hände hin, beide Füße nach hinten. Und wir machen 30 Wiederholungen davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blick leicht nach vorne. Und wir fangen an mit der ersten Kraftrunde. Ihr platziert auf dem Boden zwei Hütchen 5 Meter auseinander. Eins dort, eins hier. Und die erste Übung sind Bounces. Wir gehen unten in die Vorstocke, beide Fersen an den Boden, Hände raus, die 5 auf, Füße hinterher, auffangen, Füße hinterher, aus, nochmal ab. Das sind die Bounces, davon 3 Runden. Okay, Kraftübung Nummer 2. Zombie-Kniebeugen. Wir gehen mit beiden Füßen ein bisschen breiter, Schulterbreite auf den Boden. Fersen bleiben die ganze Zeit am Boden. Arme nach vorne wie ein Zombie. Und die Kniebeugen unten. Hoch, nach unten. Hoch, nach unten. Wieder hoch. Fersen bleiben die ganze Zeit unten. Sekunden lang, davon 3 Runden. Okay, für die letzte Kraftübung, ihr braucht 3 Bällen. Es kann auch Fußball, Basketball, Tennisbällen, sogar Socken kann es sein. Hauptsache 3 Sachen. Wir gehen damit auf die Linie. Die erste Runde, wir springen dreimal mit 2 Füßen wie ein Känguru. Eins, zwei, so weit wie wir können. 3. Wir legen den einen Ball ab. Dann gehe ich zurück. Bei der nächsten Runde springe ich links, rechts, 2 Füße und ich versuche den Ball zu schlagen, also weiter weg zu kommen. Also links, rechts und beide Füße ablegen. Nur knapp vorbei. Bei der letzten Runde muss ich die beiden schlagen. Ich fahre dieses Mal mit dem rechten Bein zuerst. Rechts, links, 2 Füße. Und rechts. Und Ball ablegen. 1, 2, 3 Bälle, jeder ein bisschen weiter aus dem letzten. Okay, für die dritte Station haben wir Linienläufe mit Ball in der Hand. 4 Hütchen, jeweils 5 große Schritte auseinander entfernt. Ball in 2 Händen und wir gehen so schnell wie wir können, aber wir legen immer inzwischen einen Versuch ab. Fertig und ab, raus, ablegen, zurückkommen, nochmal einen Versuch ablegen. Davon 5 Runden. Für die vierte Station heute machen wir Passing mit einem Partner. Dafür holt ihr einen Partner. Er stellt sich 1 bis 2 Meter von euch entfernt auf den Boden. Ein Knie am Boden. Ich bin hier mit einem Knie am Boden. Andy ist da mit seinem anderen Knie am Boden. Ich nehme meinen Ball. Ich setze den Ball neben meinen Fuß. Ich greife mit 2 Händen an und passe zu meinem Partner. Dann passe mir den Ball wieder zurück. Boden, geh nach unten. Passe den Ball wieder zurück. Immer ganz wichtig zu beachten beim Passing ist, dass die Fingerspitzen hinterher zeigen. Guck, schau mal, Ball ist hoch und meine Hände zeigen immer direkt zu meinem Partner danach. Nochmal. Okay, zweite Variation. Wir gehen dann auf dem anderen Knie hin. Knie auf dem Boden, jetzt mit linker Hand. Gleiche Übung. Ich passe meinen Partner vom Boden.
Versuch immer die Hände hinterher zu zeigen. Hier, Hände zeigen, immer hinterher zu dem Partner. Ganz wichtig, wenn ihr die 2 Meter nicht schafft, könnt ihr ein bisschen näher ran zu eurem Partner kommen. Und nochmal die gleiche Bewegung üben. Kein Rugbyball habt, ihr könnt es auch mit einem Tennisball machen. Gleiche Übung, stellt den Tennisball auf den Boden, 2 Hände hin zur Hüfte und ich passe meinen Tennisball zu dem Partner. So, nachdem ihr Passing vom Knie beherrscht haben, könnt ihr dann aufstehen. 2 Füße, beide Füße sind am Boden eingefroren. Hände sind hier an meine Hüfte und ich mache die gleiche Bewegung zu meinem Partner. Passe ihn den Ball, fange ihn wieder. Immer Hände raus, Handflächen zum Partner, um den Ball zu fangen. Und dann auch von linker Seite passen. Immer abwechselnd beide Seiten trainieren. Füße bleiben die ganze Zeit am Boden eingefroren. Das ist Passing mit Partner. Okay, und als letztes, falls ihr keinen Partner habt, könnt ihr trotzdem euer Passing üben. Ich stelle 3 Bälle auf. Ich stelle mich 2 Meter von dem Hütchen entfernt. Ball ist am Boden, gleiche Position, Hände runter. Ziel ist, den Tennisball zu schlagen. 1, 2. So, das war's für Rugby Fit für diese Woche. Ich hoffe, dass ihr habt viel Spaß damit. Wir sehen uns wie immer nächsten Freitag mit einem neuen Workout. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, bleibt gesund. Tschüss.